Sehr geehrte Frau Präsidentin, sehr geehrte Damen und Herren Abgeordnete, zunächst einmal möchte ich feststellen, dass das Asylbewerberleistungsgesetz und das Asylrecht insgesamt sich in den vergangenen Jahren mehrfach verschärft hat. Und der Minister hat hier eben sehr sachlich vorgetragen, wohin uns das geführt hat und wie es in Mecklenburg-Vorpommern umgesetzt wird. Herr Kramer hat uns hier eben mit der Zahl 18 Milliarden beispielhaft die Dramatik dargelegt, die es bedeutet, dass hier 18 Milliarden Euro seiner Meinung nach, oder vielleicht hat er da ja auch belastbare Statistiken zu, ins Ausland geschafft wird. Der Antrag der AfD bezieht sich in erster Linie jedoch auf Ausländer in Aufnahmeeinrichtungen und Gemeinschaftsunterkünften. Und da fordere ich Sie jetzt mal erstmal auf, welche Summe aus diesen 18 Milliarden Euro tatsächlich aus Aufnahmeeinrichtungen und Gemeinschaftsunterkünften abfließen, um dann ins Ausland geschafft zu werden. Weil darum geht es bei Ihrem Antrag, um die Unterbringung in Aufnahmeeinrichtungen und Gemeinschaftsunterkünften. Die Sachleistungen, die für Asylbewerberinnen und Asylbewerber in Gemeinschaftsunterkünften und Erstaufnahmeeinrichtungen erbracht werden, wurden hier schon vom Innenminister, aber auch von Frau Larisch in unterschiedlicher Weise dargestellt. Anerkannt wird für einen erwachsenen Leistungsberechtigten für all die Sachleistungen, auf die er Anspruch hat, also Deckung des Bedarfs an Ernährung, Unterkunft, Heizung, Kleidung, Gesundheitspflege, Gebrauchs- und Verbrauchsgütern, mit 135 Euro festgelegt. Und der Hinweis der AfD auf das Bundesverfassungsgerichtsurteil, den finde ich schon bemerkenswert, weil in diesem Verfassungsgerichtsurteil wird ausdrücklich darauf verwiesen, dass Asylberechtigten oder asylsuchenden Menschen in Deutschland eben nicht nur das physische Grundniveau zuerkannt wird, sondern dass sie ausdrücklich auch einen Anspruch auf die Deckung persönlicher Bedarfe, das sogenannte soziokulturelle Existenzminimum haben. Und ausgeführt wurde das so, es umfasst also das Minimum der Leistung, sowohl die physische Existenz des Menschen als auch die Sicherung der Möglichkeit zur Pflege zwischenmenschlicher Beziehungen und ein Mindestmaß an Teilhabe am gesellschaftlichen, kulturellen und politischen Leben. Das Grundrecht steht deutschen und ausländischen Staatsangehörigen, die sich in der Bundesrepublik Deutschland aufhalten, gleichermaßen zu. Und alleine dieser Leitsatz aus diesem Urteil zeigt ganz deutlich auf, dass es allein mit Sachmitteln, wie finderisch man immer da auch mit sein mag, eben nicht getan ist. Und dieser Verweis und dieser Leitsatz wird direkt abgeleitet vom Artikel 1 Absatz 1 unseres Grundgesetzes, die garantierte Menschenwürde. Und in der Begründung führt das Gericht als letzten Satz dazu aus, den Artikel 1 Absatz 1 Grundgesetz garantierte Menschenwürde ist migrationspolitisch nicht zu relativieren. Entschuldigung. Also ganz eindeutig, wenn Sie eine Stelle aus diesem Urteil zitieren, andere Stellen, die wesentlich bedeutsamer sind, weglassen, ist das genau das Niveau, was wir hier erwarten. Und es ist immer wieder bemerkenswert, wie Sie Rechtsprechung in Deutschland versuchen, für Ihre Zwecke auszunutzen oder sogar kritisieren, als, das haben wir in der letzten Landtagsdebatte hier ja erlebt, dass Sie die in Frage stellen, aber Sie nutzen sie auch andererseits aus mit Teilzitaten, die das Gesamtbild
zumindest verschwimmen lassen und den Kern vernebeln. Also bei all den Bemühungen, die man nach dem Sachleistungsprinzip, das hier fast ausschließlich angewandt wird, aufbringt, um das vollumfänglich abzubilden, geht es eben nicht, dass man dieses ausschließlich anwendet, weil allein, wenn man bedenkt, was zwischenmenschliche Beziehungen, kulturelle Teilhabe und so weiter angeht, hat der Innenminister eben schon mal angedeutet, wie schwierig das ist, bei ganz einfachen Dingen des Lebens den individuellen Bedarf abzubilden. Er hat davon gesprochen, eventuell einen eigenen Kiosk aufzumachen oder sowas. Wie wollen wir das denn machen, wenn jemand mal den Wunsch hat, ins Theater zu gehen oder sich mit jemandem irgendwo zu treffen, wollen wir dem ganz genau vorschreiben, in welches Lokal er sich dazu begeben hat oder wie auch immer. Also umsetzbar ist das so nicht. Wir müssen immer schön auf der Grundlage unserer Verfassung hier agieren und deswegen kann man Ihren Antrag in der Tat nur vollumfänglich ablehnen. Vielen Dank.